Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer außerplanmäßigen Folge. Und zwar möchte ich euch heute den laufenden Kickstarter von Studio Level Terrain vorstellen. Ja, herzlich willkommen nochmal zu einer spontanen Folge mitten in der Woche. Und zwar hat mich die Firma Studio Level aus Polen angeschrieben. Wir hatten vor, oh, das ist schon einige Zeit lang her, wir hatten vor einiger Zeit lang, haben wir mal Terrain von denen vorgestellt und die hatten zwischendurch immer mal wieder kleine Kickstarter und aktuell haben sie den Patrol Yard Kickstarter laufen und der läuft jetzt noch genau 6 Tage. Den Link dazu packe ich euch unten mal in die Videobeschreibung. Und die hatten uns angeschrieben, das sind wirklich sehr nette Jungs aus Polen, von daher auch eine Herzensangelegenheit. Und die hatten uns angeschrieben, ob wir den nicht nochmal vorstellen können. Ich sage, ja, na klar, schickt mir ein paar Teile und dann können wir das sofort machen. Und das ging auch ratzfatz, innerhalb 3 Tagen war das Zeug aus Polen hier. Und ja, das werde ich euch heute mal zeigen. Ja, Patrol Yard von Studio Level Terrain. Sie haben in den letzten Kickstartern schon immer mal so ein bisschen Apokalypse Scatter Terrain gemacht. Auch hier haben wir wieder Scatter Terrain, verschiedene Teile. Und dieses Mal mit dem Thema Patrol Yard. Das heißt, eine Tankstelle, eine verlassene, heruntergekommene Tankstelle. Ich habe jetzt nur so ein bisschen Scatter-Terrain. Im Kickstarter findet ihr auf jeden Fall auch noch das ein oder andere Gebäude. Auch mit einer Magnetlösung, wo man verschiedene Dächer aufsetzen kann und Zubehör und so weiter. Aber wir haben jetzt das Scatter-Terrain bekommen. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Auf den ersten Blick wirkt es erstmal so ein bisschen groß. Also sehr große Benzinfässer. Ich zeige euch das gleich noch in der Nahansicht. Sehr große Benzinfässer, so, aber wir haben die Fässergröße ist etwa die von Games Workshop. Also das müssten, vielleicht finde ich gleich noch eins, dass wir mal eins zur Kontrolle nebenhalten können. Ansonsten auch Autoreifen, natürlich haben wir hier Truck-Autoreifen, die sind natürlich schon ein bisschen größer. Und wir haben auch hier ein Fahrzeug, das soll wohl ein, ja, ich würde mal sagen Jeep, Humvee, irgendwie sowas, aber es ist schon sehr groß. Allerdings ist es True Scale, würde ich fast behaupten. Also wenn man sich das so anguckt, genau so muss ein Fahrzeug sein von der Größe her. Und nicht wie zum Beispiel ein Humvee. Ich habe einen Humvee von Empress Miniatures und der ist wirklich sehr, sehr klein, wenn man eine 28 mm Figur daneben hält. Also das ist schon wirklich True Scale, gefällt mir sehr gut. Problem ist, dass es dann wiederum nicht zu anderen Autos passt, weil das schon sehr groß wirkt. Aber dadurch, dass natürlich viel Schutt und so weiter darüber liegt, fällt das dann auch gar nicht mehr so auf. Ja, für was können wir das verwenden? Natürlich für alle Apokalypsen-Spiele und natürlich zu Zeiten von Corona. Nein, wir können natürlich Fallout mitspielen, wir können The Walking Dead mitspielen, wir können es tatsächlich auch für Warhammer 40k sind es coole Barrikaden, die man sicher auch nutzen kann. Auch weil es von der Größe natürlich sehr, sehr gut passt. Sämtliche Zombicide-Adoptionen in 3D oder andere Sachen wie Spectre Operation, alles was im modernen Setting spielt. Also dafür ist genau das Gelände hier gedacht. Ja, von der Qualität muss ich sagen, bin ich wieder sehr, sehr begeistert. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Wir haben teilweise ganz, ganz kleine Luftbläschen, aber das ist bei dem Gelände, ich glaube, das ist auch wirklich schwierig abzugießen, weil wir haben, ihr seht ja selbst, es ist alles voll mit so Kleinkram und das stelle ich mir auch schon richtig schwer vor beim Abguss. Ansonsten habe ich von der Qualität aber nichts zu meckern, es sieht wirklich gut aus, auch schön modelliert alles, jede Menge Kram. In der Bemalung wird es natürlich, glaube ich, echt anstrengend, die Dinge anzumalen, weil einfach so viel Kram da drauf ist, also wirklich super viele Details, allein in dem Ding, was wir hier wahrscheinlich an Farbwechseln haben werden. Also allein erstmal das Fahrzeug, dann haben wir hier eine Jersey-Barriere, wir haben Fässer, wir haben hier einen Stahlrohr oder nee, das ist eine Panzerfaust, könnte das sein. Dann haben wir Taschen, ein Hydrant liegt hier drauf, eine Gasflasche, Mauerwerk haben wir hier noch. Hier vorne ein Gullydeckel, einen Heizkörper, einen Kanister, also wirklich jede Menge Kleinzeug. Hier einzelne Ziegel, hier liegt noch ein Rückspiegel oben drauf. Also das ist schon sehr, sehr cool, aber wahrscheinlich in der Bemalung tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Ja, der Kickstarter läuft jetzt noch genau 6 Tage und zwar brauchen die Jungs 4.413 Euro. Sie haben es fast geschafft, sie liegen ungefähr bei 3,8. Und der erste Pledge beginnt natürlich bei dem obligatorischen 1 Euro zur klassischen Unterstützung, aber dann geht es auch direkt los mit 65 Euro. Das ist natürlich viel Geld, aber ihr müsst wieder bedenken, das ist Resin. Und ihr wisst ganz genau, Resin ist einfach teuer.
der Masterbau ist natürlich auch unglaublich zeitintensiv. Von daher ist es für Resingelände okay. Ihr kriegt bei dem Kickstarter ab $65 kriegt ihr 6 Resinteile. Das ist natürlich sehr, sehr teuer. Das ist Scatter Terrain. Und dann geht es weiter 107 Euro. Da ist dann auch schon ein Gebäude mit dabei. Aber ich sage es ja immer wieder: Resin ist immer ziemlich geil als Gelände. Also, ich bin ein absoluter Resin-Fan, was Gelände angeht, weil sie einfach, ja, sie sind widerstandsfähiger. Habt ihr irgendwelche Abgüsse aus Stibalin oder so? Das ist immer schwer. Das geht Lackabplatzer und so weiter. Das ist immer nicht so schön. Das passiert bei Resin nicht so dolle. Beziehungsweise, das kann euch auch mal runterfallen. Da passiert nichts. Also, wenn ich das jetzt hier runterschmeißen würde, würde da auch nichts abbrechen oder sonst irgendwas. Und auch wir hätten wahrscheinlich auch keine Beschädigung von Farbe, wenn wir welche drauf hätten. Von daher bin ich immer ein Freund von Resin. Und gerade so Scatter Terrain kann man immer nie genug haben, weil ihr könnt das halt auch freistellen. Und das ist immer so gerade für modulare Spieltische und wie es auch für Fallout und The Walking Dead, wo es einfach auch sehr szenariobasiert ist, brauche ich halt auch immer wieder Scatter Terrain, was ich halt unterschiedlich einsetzen kann. Und dafür ist es auch gedacht. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt mal in der Nahansicht und dann gucken wir uns doch mal ein paar Fotos an. So, wir sind jetzt in der Nahansicht. Wir haben hier 2, 4, 6, 8 Resinteile. Fangen wir doch einmal mal mit dem ersten an. Hier haben wir zum Beispiel eine große, etwas eingedellte, große Holzbox. Davor haben wir ein Ölfass. Wir haben hier noch einen Sack, einen Benzinkanister. Hier oben liegt noch eine kleine Holzbox drauf, ein Trichter. Hier hinten haben wir noch einen Benzinkanister, eine Hängeleiter. Hier so Gasflaschen, noch so ein Kanister, kleine Kisten. Also wirklich sehr detailliert ausgearbeitet. Hier haben wir eins, ja, so ein kleines Öllager mit den Benzinfässern. Die, ja, von der Größe her würde ich sagen, sind die sehr, sehr ähnlich von Games Workshop. Hier noch ein LKW-Reifen, Benzinkanister. Hier haben wir dann eine Zapfsäule mit so ein bisschen Mauerwerk. Auch wieder Reifen, Ölfässer. Hier so ein, was haben wir hier? Ich komme jetzt nicht drauf. Ein Ölfilter? Ja, könnte ein Ölfilter sein. Auch wieder Benzinkanister und überall so Kleinkram mit drauf. Das finde ich echt cool. Gut, das verstehe ich nicht so ein bisschen. Hier haben wir ein Safe. Gut, das könnte jetzt der Safe von der Tankstelle sein. Ansonsten haben wir hier noch Autoreifen. Hier einen dicken, fetten Motorblock. Benzinkanister so ein bisschen halb eingegraben. Hier so eine Jersey-Barriere. Einen dicken, fetten Müllcontainer. Vollgepackt mit Schrott. Hier hinten haben wir noch so ein. Was ist das? Könnte auch so ein Kanister oder irgendein Motorteil sein. Eine Mülltonne, eine halbe eingegrabene. Hier noch eine Gasbuddel. Hier ein Eckteil. Auch wieder mit einer Zapfsäule. Hier noch ein Schrank mit Büchern. Ölfass, Autoreifen. Und hier natürlich das große Stück. Das ist der besagte Jeep mit jede Menge Kleinkram. Hier sehen wir Hydrant, Gasbuddel. Ja, das könnte hier ein Raketenwerfer sein. Könnte aber auch eine Gasflasche sein. Hier noch ein bisschen Mauerwerk, Benzinfässer, eine Jersey-Barriere noch. Also sehr, sehr krass. Ja, eine geplünderte Tankstelle quasi. Und dort hat man aus all dem Kram, was man dort so finden konnte, eine Barrikade gebaut. Ja, ihr habt es gesehen. Also, ich bin davon überzeugt. Ich finde das wirklich schön. War auch damals schon überzeugt. Ich hatte damals schon von Studio Level ein paar Teile mal bekommen. Und auch die waren wirklich cool. Und Resinqualität ist top. Die Sculpts sind einfach richtig gut. Und ja, ich bin Fan davon. Ich werde sie definitiv auf jeden Fall mal anmalen. Und auf jeden Fall auf meiner Zombie-Platte bzw. Apokalypse-Platte werde ich die Dinger sehr gut einsetzen können. Und wer weiß, auch solche Barrikaden gehen natürlich auch super für Gorka Morka zum Beispiel. Das spielen wir ja auch ab und an mal hier unten. Ja, also wenn ihr das ganze Projekt jetzt unterstützen wollt, guckt in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zum aktuell laufenden Kickstarter. Wie gesagt, der ganze Kickstarter läuft jetzt noch 6 Tage. Sie brauchen jetzt noch knappe 600 Euro, um das ganze Projekt zu finanzieren. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht noch den ein oder anderen Taler über hat und dieses Projekt von den Jungs unterstützt. Ja, das war's.
zu diesem kleinen, aber feinen Review und wir sehen uns dann am kommenden Samstag bei TBTV. Also bis dahin, tschüss, ne?